Und Tess und damit moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu, was spiele ich denn hier eigentlich? Natürlich City Skylines Xbox One Edition. Liebe Leute, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Keine Sorge, das Projekt bleibt bestehen nach wie vor. Und zwar, wenn ihr da oben rechts, bei euch ist oben rechts, ich glaube schon, da bin ich jetzt, einmal die erste Ankündigung. Ich habe mir überlegt, eigentlich gerade so für Stream und sowas, dadurch, dass ich ja das Ganze auch mal streame und doch der eine oder andere sich drinnen verirrt, finde ich es eigentlich noch ein bisschen persönlicher und cooler, wenn ich mich hier irgendwie so ein bisschen mit reinbringe und quasi so ein bisschen Facecam mache. Mache ich jetzt sonst eigentlich eher bei Horror-Games. Hab mir gedacht, jetzt könnte man das ja eigentlich auch bei City Skylines machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht oder nicht. Ob ihr daran vielleicht mehr Freude habt, wenn ihr mich quasi seht. Ich mache jetzt mal so ein Beispiel hier, wie ich da die Häuser abreiße und dann halt überlege, mit Lippen eine Scheiße, ne, so quasi. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen persönlicher, gerade bei diesem Spiel. Und wir gehen ja, wie gesagt, das Ziel ist ja bei diesem Let's Play auf die 100.000 zu, ne. Und da möchte ich eigentlich schon euch noch einigermaßen ein bisschen unterhalten bis dahin, ne, bis wir dann vielleicht eine neue Karte anfangen, das liegt dann ganz bei euch. Und da wird natürlich jetzt auch viel Rumgemache sein und so, und dann so habt ihr halt noch ein bisschen mehr was zu gucken. Ne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein Hingucker bin, aber wäre jetzt so eine Alternative zumindest. Zweite Sache. Gestern kam eine Folge für euch am Donnerstag, weil ich habe am Dienstag eine gemacht und jetzt am Donnerstag eine, weil ich habe ja gesagt, alle zwei Tage bringe ich für euch mindestens die Skylines. Sonst haben wir ja immer Montag, Mittwoch, Freitag gehabt, quasi drei Folgen in der Woche. Diese Woche nur zwei aus dem Grund, weil ja letzten Freitag hier in der schlimmen Folge was passiert ist und ich dementsprechend den ganzen Montag eigentlich darauf gearbeitet habe, dass überhaupt eine Folge wieder existiert. Deswegen seid mir nicht böse, wenn es halt diese Woche bei zwei Folgen bleibt. Nächste Woche sind wir wieder in unserem normalen Rhythmus, Montag, Mittwoch, Freitag und wieder alles wieder wie gehabt um 17 Uhr quasi. Das war die nächste Ankündigung. Und dann noch eine Frage, und zwar, ihr habt jetzt alle bestimmt auch ein bisschen die E3 geguckt, ich natürlich auch. Und natürlich mag man da immer so ein bisschen der ein oder anderen Spiele, wo man sich schon vorstellt, ja, das könnte wieder genau was werden für mich. Wie dem auch sei, es kommt ja auch so ein Zombie-Spiel nächstes Jahr raus. Das nennt sich State of Decay. Gab's schon auf Xbox 360. Gibt's auch eine Xbox One überarbeitete Version. Das Spiel an sich ist relativ, hat eine relativ, ich sag mal, in heutigen Stand her eine nicht so eine gute Grafik. Sagen wir es mal so. Das Spielprinzip ist aber genial, weil es ein bisschen Walking Dead Feeling ist. Eine Basisaufbau. Man hat mit seinen Spielpersonen nur ein Leben und, ne? Das ist eigentlich ziemlich cool. Jetzt ist die Frage an euch. Das Spiel ist gerade relativ günstig im Store zu halten. Ich würde mir als Vorbereitung, würde ich das Spiel nochmal spielen wollen, einfach quasi als Vorbereitung auf den zweiten Teil. Frage ist, kann ich für mich alleine zocken oder habt ihr Bock drauf, das quasi mitzuschauen, gerade wenn ihr vielleicht keine Ahnung habt, was das für ein Spiel ist oder aber ihr es auch nochmal sehen wollt, bevor es den zweiten Teil und ihr habt keinen Bock, das nochmal extra zu kaufen oder so, dann könnt ihr mir bitte mal gerne in den Kommentaren reinschreiben, hab ich Bock drauf, macht das, spielt State of Decay, ist eine ganz coole Sache, immer was zu gucken, zum Beispiel sowas reinschreiben. So, und wer jetzt keinen Bock auf Kommentare hat, weil ich habe natürlich auch ein recht älteres Publikum unter meinen YouTubern, drückt einfach den Like-Button, dann sehe ich, okay, anhand, ja, da sind jetzt 6, 7, 8 Däumchen, dann sehe ich, da besteht Interesse an dem Spiel oder dass ich halt State of Decay machen kann. Und dann weiß ich, okay, alles klar, dann nehme ich gerne dann die Parts dann quasi mit euch auf, ne, ansonsten spiele ich es halt, wie gesagt, für mich alleine. Also das liegt ganz bei euch. Ansonsten habe ich natürlich noch so zwei, drei andere Games. Leider ein Game, das sollte eigentlich heute kommen. Eigentlich sollte es heute kommen. Weißt du, jetzt gehe ich ins Store rein und gucke. Und dann wurde das verschoben auf Ende des Monats. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt so, ne? Blöd gelaufen, ne? Ansonsten schaue ich ja immer wieder. Und ich versuche ja immer während City Skylines, das kommt ja bei euch nach wie vor gut an, versuche ich immer wieder andere Sachen zu bringen, weil ich bin halt Multikonsolärer oder beziehungsweise Multigamer. Ich habe kein festes Genre. Au, ein Flugzeug! Ihr seht es ja auch Freitag der 13. Schön, dass das bei euch auch relativ gut ankommt. Also da sehe ich auch immer wieder,
dass ihr das gerne schaut. Finde ich super. Habe ich auch weiterhin Bock drauf. Ich glaube, heute gab es ja auch ein Update. Dementsprechend werde ich jetzt auch gucken, ob das Quick Match jetzt besser funktioniert. Und vielleicht kommt dann auch so ein kleiner Rhythmus mit Freitag der 13. rein. Ansonsten muss ich Gears of War mal langsam wieder machen. Und ja, Forza. Forza gerade als, vielleicht sogar mal Forza Motorsport. Gerade bevor Forza Motorsport 7 kommt, dass wir uns langsam mal wieder reinfinden in Forza Motorsport 6 Steuerung und ein bisschen Rennfeeling. Das würde ich aber gerne nicht allein machen. Also das könnt ihr schon mit mir zusammen machen, weil, ne, richtig Rennfeeling funktioniert natürlich auch zu dritt, zu viert, zu sechs, zu zehn, zu zwanzig. Das ist mir eigentlich total Latte. Dafür einfach nur, wenn ihr über 18 seid, kommt ihr in die Facebook-Gruppe Entertainment Racing Team. Entertainment Racing Team Xbox One. Ich glaube so hieß meine Gruppe. Und dort werde ich dann auch, was Forza Motorsport 7 betrifft, so einige Racing-Events planen, wo es dann halt wirklich danach geht, wirklich mal 32 Runden zu fahren mit Pflichtboxenstopp und schön sauber fahren und tralala und hopsasa. Also schönes Rennfeeling, das Ganze nehme ich natürlich auch auf und kriegt ihr natürlich auf den Livestream oder aber auch auf YouTube präsentiert. Und ansonsten würde ich sagen, Ankündigung, ja super, bin schon wieder bei 6 Minuten. Aber wesentlich habe ich nebenbei ein paar Häuserchen gemacht. Also seht ihr, habt ihr quasi eine Mini-Mini-Mini-City Skylines-Folge heute bekommen? Nein. Ihr wisst erstmal Bescheid. Das heißt also, am Montag sehen wir uns auf jeden Fall mit City Skylines wieder. Wenn ihr State of Decay gerne nochmal sehen würden wollt, oder so ähnlich, schreibt es mir bitte in die Kommentare oder gebt halt diesem Video ein Like, dann kann ich mir davon ein Bild machen. Und ansonsten würde ich sagen, liebe Leute, haut erstmal rein. Wir sehen uns fröhlich, frisch und munter nach dem Wochenende. Habt ein schönes Wochenende. Soll ja eigentlich teilweise schön werden, teilweise auch nicht. Ah, ein Flugzeug da oben. Ach, ich will auch wieder fliegen. Bin ich auch bald. Ich bin auch bald im Urlaub, liebe Leute. So traurig es ist. Und das glaube ich sogar diesmal ein bisschen länger. Ich glaube diesmal 2 Wochen. Aber dazu komme ich in einem anderen Video. Von daher, bis dahin. Euer Sanichi. Haut rein. Das ist natürlich jetzt